Hallihallo. Wir gehen jetzt mal kurz zum Walmart. Einkaufen! Nicht, weil wir schon wieder einkaufen müssen für uns. Nee, wir machen Riesenbestellungen für unsere Freunde. Genau. Und für die Familie. Für wie viele Leute haben wir jetzt, glaube ich, Sachen? Für 10 bestimmt? Ja. So, für 10 verschiedene Leute packen wir jetzt was ein. Und dann müssen wir auch morgen nochmal los. Vielleicht mal schauen, vielleicht morgen oder übermorgen zur Cabela's. Und müssen noch zu einem Tabakladen. Genau. Die ganzen Sachen packen wir jetzt dann ein. Und danach fahren wir nochmal zu dem... Ja, Son, wo wir meine 6 lange geholt haben. Genau da. Und danach fahren wir nochmal zum Ford-Händler. Der andere Ford ist jetzt gerade da. Den können wir heute nochmal Probe fahren. Und dann schauen wir mal, ob der besser ist. Weil der nämlich die große Kabine hat und wir uns dann gefällt. Ja, dein Schuh heben wir gleich auf, ne? Und auf dem Rückweg kriege ich wieder vietnamesisch. Sind die Schwangerschaftsgelüste. Meine Mama ist schwanger. Wusstest du, dass wir in unserem Vlog noch gar nicht gesagt haben, dass du schwanger bist? Ja, aber ich glaube, man hat es dann mittlerweile schon gesehen. Hm, ich glaube noch nicht. Nee? Okay. Also entweder schneiden wir das jetzt alles raus. Schneiden wir raus und wir machen es danach auf ein... Ja. Okay. Ja, ich krieg's nicht auf. Guck mal deine coolen Chips. Die sind so verdammt lecker. Ich hasse das. Wir waren gerade hier bei Lotte Plaza. Da haben wir gerade. Bei Asiamarkt. Beim Asiamarkt, ja, Lotte Plaza. Und jetzt machen wir ganz traditionell Sushi aus dem Kofferraum, wie es jeder kennt. Nam nam. Der wäre auch noch nicht so, aber wir machen jetzt hier eine Probefahrt und gucken mal, wie das ist mit einer Dreierbank innen drin und wie er sich fährt, damit wir mal so beide auch einen Anhalt haben. You wanna roll down your window? You can do it. Yeah, of course. He loved that. In our car we only have the clicks. Uh-huh. Front, so okay. We can do this. Aber dann lässt du es auch auf, Schatzi. Soll ich jetzt die ganze Fahrt filmen oder was? Ja, warum nicht? Film mal ein bisschen rum. Yeah, this one feels cooler than the last one. It's bigger. Yeah, it's about 50 feet in the cargo space. And then you can make a left here. You like it? Cool. Come on, dude. No. And it's easier to get in here. Yeah. With the, how do you call it? The side steps. Yeah, the running boards. Yeah, running boards. Yeah. Mmm. And then you got the built-in navigation as well. Yeah, that's cool. Looks like a little... Pac-Man. Yeah. Waka waka waka. Oh, das erkennt man nicht drauf. Müsste runterschalten oder Rädchen wieder drehen. Then make this left. Left? Okay. Yeah. Over to the right, that's where I got my motorcycle accident. Right over there. Oh, man. Right over there. Oh, yeah, that's it. Okay. Erstmal bequem. Stellen wir alles ein. Ah, this is so easy. Oh my God, it's cold in here. Kannst du da aufmachen?
Oh yeah, the moonroof is super cool. It's got a shade in there, so it's like kind of like cool. Off blue. Yeah. UV protection. Okay. Now. Was muss ich hier machen? Mit dem hier, also erstmal auf die Bremse drücken. Yeah. Ja. Warte, ich muss noch ein bisschen nach vorne. Ja, ich muss weiter nach vorne. Und dann ziehst du den ein bisschen zu dir ran und nach unten, bis er auf Drive geht. Eins weiter. Yes. Okay. Okay. And then whenever this one turns red, yes. I would just go straight across. Okay. Where is it? There it is. Ein Flugzeug! Ein Hubschrauber! Da! Da oben ist ein Flugzeug. Flugzeuger! Flugzeuger! Ah, come on! Turn red! Und dann darüber. Und dann darüber. Ne? Da, wo der. So klein hier drin. Wie weit es nach vorne gefahren ist. Okay, schon now I can, right? Oh, oh yeah. Wait. They yeah. Right, when, right when it turns red, just go. Yeah, go. Okay, now. Go, okay. Go. We got it. Yeah. Awesome! Yes! Yeah, he loves it. Yeah, and driving a truck is not that hard. Oh, it's super easy. I think everyone should learn to drive in a truck. Just yeah. Because it's like, it's so safe and like reliable. In Germany, they all like, oh, why do you drive a big truck? Do you need compensation for your penis? No. No. It's because it's the best car ever. It is the best. Yeah, she's like, she really wants it. The good thing here, you can hear the motor. Yeah, the engine. That's a nice sound. You know where to go? Left. The left, okay. Yeah, if you give it some gas, you can like really feel like it picks up. Yeah. You can try that. Wenn du gleich mal da auf einer Geraden bist, gib mal ein bisschen auf. Gib mal ein bisschen mehr auf das. Das macht dich schön. Das ist schön hier auch mit dieser Armlehne. Ich mag das. Und vor allem, dass du halt hier noch Sitz hast. Ja. Deswegen, ich finde diese Sitze einfach in der Mitte nochmal wirklich. Sorry. Das sind die. Perfekt. Ist hoch. Nicht hoch. He thinks it's gonna be his favorite truck. His favorite truck? Yeah. I mean, that's a lot of space in here. Oh, yeah. Bei David's, also bei der Parklücke würde ich mir glaube ich selber ein bisschen schwer tun. Aber du siehst, rückwärts ist es leichter. Aber ich finde es krass, wie du das schon eingeschätzt hast. Ich hätte mich nicht getraut, mit dem da rauszufahren. Das sah so eng aus. Und du so, hoch, holst du schon. Ja, was auch. Und ich dachte mir so, oh Gott, der knallt gleich vorne rein. Ich finde, es ist immer schwieriger, ein kleines Auto einzuschätzen als ein großes. Und der Truck ist einfach viel leichter. Okay. Jetzt tritt die Kamera. Das 50. Yeah. Yeah, that's awesome. Yeah. Also hätte ich jetzt meinen Jeep nicht. Können wir den wieder zurückgeben? Ja, das ist schon nicht. Ich finde den Jeep, das ist nicht verkehrt, ne? Aber irgendwann noch ein Truck für dich, das wäre schon, glaube ich, das Richtige. Straight. Okay. Bremsen.
Hier muss man früher bremsen. Das geht doch. Geht, ja? Okay. So how much horsepower does it have? Around 380. 380. That's cool. It's a lot more though. The ones that I found in Germany, they always had like 250 or something, 260. And then if you want to go in the left lane. Oh. Links before this truck. Oh, yeah. Yeah, you're good. Okay. And then up here you'll turn left. On this one? One? Yeah. Okay. Okay, cool. Not this one. Okay. Not this one, yeah. Mit dem kommst du voll leicht rum. Also so, so geschmeidig. No. Ein Trakt, der ist wie ein Schiff. Da. Oh, sieht man das? Ah, oh, sieht man jetzt gar nicht, ne? Okay. Okay. No park it. No. You don't have to go back in that parking spot. No, no, please, I can't do it. Yeah, this one's really tricky. Where the other one? Just go up. Yeah. The other one was okay, but this one is tricky. I have to admit. Papa. And then if you make this left right here. Okay. Was ist ausholen? Yep. It's fine. Kriegst du es gut? And then you can just pull it in right here. Okay. And you can pull it all the way up into that. Jetzt Vorsicht mit links. Du hast einen langen Außenspiegel. Vorsicht. Vorsicht! You got it. Okay. Okay, cool. Mama. Okay. Und jetzt wieder nach oben, auf P. Okay. Okay, gut. Okay. Und Schlüssel ziehen. Ja, Schlüssel. Yeah, I got you. Man, that's cool. Yeah, that was cool. So, Leon, jetzt pass mal auf. Jetzt nimmt die Mama ihr Handy mal und du kommst so nach vorne. Und dann setzt du dich mal in die Mitte rein, okay? Yeah. Okay. You want to sit in the middle. Oh, yeah. Yeah, that's fine. Wait, nein. Nein, nicht so. Hier, guck mal, hier ist ein Sitz. Du kommst gleich nach vorne, ich hol dich gleich vor. Ja. Dann kann ich mal nehmen. Oh. Oh. Das macht immer solche Geräusche, oder? Ja, das ist die Fahrerseite. Ich mach das immer. So, jetzt geh mal rein. Ja. Nichts für dich. Oh, this noise. So, wir sind zurück jetzt vom Truck. Wir haben leider das Problem wieder festgestellt, wir haben keine Tax-Number oder Tax-ID, sorry. Warum haben wir die nicht? Weil wir steuerpflichtig sind in Deutschland, sprich wir machen hier gar keine Steuer, so, ne? Also, und die Social Security-Number ist noch nicht da. Und deswegen ist erstmal mit Finanzierung definitiv nichts. Ich wollte mir eigentlich heute mal nur so ein Angebot rauslassen, um mal zu sehen, was dieser Truck so alles kosten würde. So, aber jetzt erstmal wieder zum schöneren Part. Und zwar machen wir wieder, weil es gleich in der Nähe ist, bei unserem Lieblings-Vietnamesen. Essen! Und jetzt machen wir wieder hier unsere Soup. Le Soup. So. Mama hat sein Essen bestellt. Mhm. So, pass mal auf. Ich hab nachher schon Schrümpfe geguckt. Ihr wisst ja, wie Die Schrümpfe. Ja, Königslaubi. Und dann habe ich noch eine gefunden.
Essen da essen. Mhm.